geiler, der Boden. Viel geil, ne? Viel, viel geiler. Ja. Leute, wir sind wieder zurück in Deutschland und das war das letzte Video aus der Schladming Saalbach Reihe und ich wollte aber noch so ein abschließendes Feedback euch geben und meine Einschätzung so, für wen ist welcher Spot vielleicht besser geeignet und was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen und einfach so ein kleines Resümee ziehen zum Schluss. Starten wir einfach mal im Bikepark Schladming an der Planai. Und zwar mit dem Thema Anfängerfreundlichkeit. Viele sind ja eher so im Anfängerbereich unterwegs und sind jetzt nicht so die absoluten Downhill-Pros. Und da ist der Bikepark Schladming auf jeden Fall nicht so ganz die richtige Adresse. Wenn man noch die Reiteralm-Trails mitnimmt, dann schon eher, aber die Abstufung von Blau zu Rot im Bikepark Schladming, ich meine, ihr habt es ja gesehen, ist jetzt nicht so super gut gelungen, meiner Meinung nach, sondern man sollte auf jeden Fall als blutiger Anfänger jetzt nicht unbedingt nach Schladming fahren, weil ich glaube, dass man da einfach nicht so viel Spaß hat. Weil da sind viele Leute unterwegs, die wirklich krass Fahrrad fahren können. So jetzt sitzt die Schnüss. Die wirklich krass Fahrrad fahren können und besonders die Pro Downhill, die World Cup Downhill, das sind halt Lines, die fährt man als Anfänger besser einfach nicht. Ich hätte die mir super gerne mal angeschaut, allerdings hätte ich irgendwie 2-3 Tage mehr gebraucht, weil die meisten Lines bin ich irgendwie nur einmal gefahren und dann war man auch schon irgendwie... Ja Leute, so läuft das immer hier, wenn man Videos aufnehmen will. Die meisten Lines bin ich nur wenige Male gefahren und ich hätte einfach so vielleicht 5 Tage insgesamt in Schladming gebraucht, beim ersten Versuch, wobei wir ja auch einen Tag dann nur in der Reiteralm waren. Das heißt, ja, als erstes Mal, wenn man das erste Mal in Schladming ist, würde ich sagen, braucht man so 5 Tage, also ich auf jeden Fall, um da irgendwie parat zu kommen. Wenn man das zweite Mal dann hinfährt, dann ist das schon eine andere Sache, dann kennt man das Ganze ein bisschen. Und ich war auf jeden Fall nicht das letzte Mal da. Stadthotel Brunner hat mir übelst gut gefallen. Vielen Dank nochmal für die Kooperation. Dann ging es nach Saalbach. Saalbach ist ja so, ja, der, weiß nicht, das ist so ein richtiger, schöner Urlaubsort irgendwie für mich. Und ich finde, da kann man sehr gut auch als Anfänger komplett Spaß haben mit Fortgeschrittenen zusammen. Panorama Trail zum Beispiel, für mich persönlich die beste blaue Line, die ich bisher gefahren bin. Da hat Anfänger und Fortgeschrittene haben Spaß. Man kann Sachen springen, wenn man will. Man kann sie aber auch einfach überrollen. Da ist nichts wirklich Schlimmes. Und das Ganze ist nicht so tretlastig, sodass es nicht so ultra anstrengend ist. In Saalbach haben wir auch so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir einfach die ganze Zeit durchgefahren sind.
Ich glaube, mit so ein, zwei Tagen Pause zwischendrin hätte man einfach mehr fahren können, weil da war es auch wieder der Fall, dass ich viele Lines nur einmal gefahren bin. Und zum Beispiel die X-Line, die wäre ich gerne am darauffolgenden Tag irgendwie nochmal gefahren oder vielleicht auch zweimal, um die halt ordentlich so reinzukriegen. Das heißt, jetzt sind wir schon das zweite Mal dort gewesen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe den Spot noch nicht irgendwie so richtig abgeschlossen für mich. Das heißt, da werden wir auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich finde auf jeden Fall Saalbach für Anfänger. So, für Anfänger auf jeden Fall viel besser geeignet. Und für Fortgeschrittene ist da auch viel dabei. Und die Abfahrten sind schön lang. Auch so die Blue Line ist super schön für Anfänger. Panorama Trail ist super schön. Was soll man machen, ey? Was mir besonders gut an diesem Urlaub gefallen hat, war gar nicht so besonders das Biken tatsächlich, sondern eher das, dass wir einfach viele, viele Leute kennengelernt haben. Wir waren zwischenzeitlich so viele Leute, dass ich gar nicht alle Namen lernen konnte. Und darüber hinaus haben sich einfach auch echt gute Freundschaften entwickelt. Fast wie so ein normaler Urlaub sozusagen. Wir waren halt oft abends dann doch ein bisschen länger unterwegs und waren dementsprechend dann auch ein bisschen platter, weswegen es dann auch oft zum Beispiel nur zu zwei Abfahrten geführt hat. Das hätte ich aber nicht missen wollen in diesem Urlaub, denn ja, es geht einfach auch manchmal nur darum, eine gute Zeit zu haben mit tollen Menschen. Und wenn man sonst super weit auseinander wohnt in Deutschland und sich dann irgendwie zufällig in Österreich trifft, darf man das auch mal ausnutzen. Ich glaube aber, dass wenn wir das nächste Mal wieder mit weniger Leuten unterwegs sind, einfach auch wieder viel, viel mehr Mountainbiken im Fokus steht. Aber da wir ja keine Pros sind, darf es auch gerne mal im Fokus stehen, einfach so soziale Kontakte zu pflegen, meiner Meinung nach. Deswegen groß Dankeschön an alle, die dabei waren. Es war eine mega coole Zeit. Ich hoffe, wir können sowas nochmal wiederholen. Auch wenn es nicht mit allen klappt, aber zumindest mit ein paar zusammen. Denn das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und hat einfach mega Bock gemacht. Auch so Sachen wie die 99 Jump Line. Ich glaube, da wäre ich jetzt nicht so drüber gefahren, wären wir nur zu zweit gewesen. Sondern da hat es mir einfach geholfen, dass da bessere Leute dabei sind, die vorangefahren sind. Ich konnte mich dranhängen. Ja, das hätte ich noch ein paar Mal öfter gebraucht mit ein bisschen weniger Abendaktivitäten und mehr Schlaf. Dann hätte das auch alles gut gepasst. Aber ja, das war jetzt erst der zweite wirkliche Bike-Urlaub, so zweite Saison. Und ich glaube, man lernt Stück für Stück auch da dazu und kann das nächste Mal ein bisschen anders machen. Aber alles in allem war es eine runde Sache. Bei uns geht es auf jeden Fall jetzt weiter in Deutschland und wieder wie gehabt mit Content hier. Ich bin mal gespannt, was sich so ergibt, weil bei uns aktuell ist Regenzeit und es ist einfach nicht viel mit Sonne und trockenen Trails. Sozusagen das Gegenteil von Österreich, so wie ihr es jetzt im letzten Video gesehen habt. Nur, dass es hier wirklich die ganze Zeit regnet. Also, lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Is that a troublemaker? Yeah?